Tja, willkommen zurück, meine Freunde, bei Lilly und mir, bei Melzi. Oh, weiter geht's, würde ich mal sagen. Weiter geht's. Ich hab's ein bisschen gerafft, ich habe mir das Ganze nochmal angehört, habe mir jetzt einiges aufgeschrieben und ja, da macht das Ganze auch schon, ja, nennen wir es mal etwas mehr Sinn. Sagen wir das jetzt einfach mal so, wie es ist. Zuerst mal müssten wir hier rüber, nämlich mal ins Pissoir ecken. Nicht so schüchtern. So, jetzt werden wir erstmal nämlich die Pissoirs benutzen. Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Ja. Benutz das grüne Pissoir ruhig, so oft du willst. Gut, dann haben wir ein Seitentuch, das ist schon gewaschen. Gut, da konnten wir hier erstmal weiter nichts machen. Ich empfehle euch, andere Let's Player, guckt eure Videos, also was ihr aufgenommen habt, selber nochmal an. Macht dann immer wieder Stopp und das, was ihr eventuell nicht gehört habt, schreibt es euch irgendwie auf. Und das hat mir jetzt gerade geholfen, hier weiterzukommen. Lilly dachte darüber nach, ein paar Löcher hineinzumachen. Aber so war das zu ungenau. Sie würde nur alles kaputt machen. Okay. Eine Kreditkarte. Dr. Marcel würde sich sicher freuen. Lilly hatte mit Hilfe seiner Kreditkarte Konfetti gemacht. Oh, schön. Dann gehen wir mal jetzt hier runter. Und ab als die Karte nehme ich jetzt hier hinein. Das war wohl die falsche Karte. Ja, dann halt hier rein. Ja, nice. Zum Dach. Ah, und diese Biene, die ich meine, ja, jetzt habe ich trotzdem was vergessen, ich glaube. Ich hatte doch irgendwas bei den Klobbys vergessen. Ja, genau das. Eine Duftkerze. So, dann mal wieder ab in den Wartungsraum. Und jetzt gehen wir mal zu diesem komischen Typen da hoch, wo mir ja vor uns nicht weiterkam. Nein. Ach, Kacke. So. Lilly hatte noch nie so einen traurigen Mann im Bienenkostüm gesehen. Aber sie kam ja auch nicht weit rum. Ja, das hatten wir schon. Sprechen wir ihn mal an. Hallo, Fremde. Bevor du etwas sagst, hol doch bitte einmal tief Luft. Und ist das etwa der Duft der Freiheit? Oder ist das einfach nur Atemluft, bestehend aus Sauerstoff, Kohlendioxid, Stickstoff, Ruß aus dem Anstaltskamin und eine Prise Dieselöl vom Fuhrpark? Ich möchte ja ungern melodramatisch erscheinen, aber ich hege Skepsis gegenüber dieser sogenannten Freiheit. Seit Dr. Marcel die Leitung des Sanatoriums vernachlässigt, tragen wir Insassen die Bürde, unsere Grenzen selber abzustecken. Und bevor ich dieser Einladung in die Freiheit entspreche, muss ich mich doch Folgendes fragen. Gibt es nicht vielleicht doch so etwas wie gute Grenzen? Und kann ich selbst im Optimalfall darüber entscheiden, wo meine eigene Freiheit anfängt und aufhört? Es ist doch so. Niemand hindert mich daran, die Anstalt zu verlassen. Macht mich das jetzt frei? Kann ich einfach so davon fliegen? Meine Flügel ausbreiten und vom Anstaltsdach springen? Der Drang ist da. Wie jede Biene sehne ich mich danach, über Blumenfelder zu schwirren und Honig zu sammeln. Aber noch kämpfe ich dagegen an. Irgendwas an dieser Freiheit stinkt. Ja, da begrüße ich dich erstmal, mein Führer. Das ist nämlich Adolf.
Wie kann man hier noch einen Österreicher und das Spiel einbauen? Das geht ja gar nicht. Oh Gott, ja. Moin moin Adolf. So, Adolf ist jetzt hier der Bienenmann und ja. Pizza, Brokkoli, Banane. Adolf, willst du eine Banane? Das ist lieb gemeint von dir, Fremde. Aber das erinnert mich zu sehr an mein Leben hier in der Anstalt. Es fällt mir auch so schon schwer genug, das alles hier loszulassen. Na gut, Adolf, da willst du halt keine Bienen. Eine Duftkerze. Die Kerze roch wunderbar nach Honig und Blumenfeldern. Zumindest vermutete Lilly das. Die Blumen im Kloster hatten immer nach Insektiziden gerochen. Lilly hatte trotzdem gerne an ihnen geschnüffelt. Nach Honig und Dings. Guck mal, Adolf. Das riecht gut. Aber auch wenn die Illusion fast perfekt ist, es sind doch nur künstliche Aromen und chemische Ester. Eine fast perfekte Illusion. Aber nichts Reales. Wie alles hier in der Anstalt ist es nur der halbherzige Versuch, uns ein Leben in Freiheit vorzugaukeln. Und jetzt, da uns niemand mehr daran hindert, die Anstalt zu verlassen, bietet es eine willkommene Ausrede, den Schritt nach draußen feige zu verweigern. Du hast recht, Fremde. Ich drück mich nur von meiner Verantwortung. Der Verantwortung vor mir selber. Das Angebot, das mir die Welt da draußen unterbreitet hat, auch anzunehmen. Ich danke dir. Ich habe endlich einen Entschluss gefasst. Ich kann hier nicht länger in Untätigkeit herumsitzen. Ich sollte über Blumenfelder schwirren und Honig sammeln. Baba Anstalt. Servus, Freiheit. Wir sehen uns in Moskau wieder. Lilly freute sich, dass sie dem Bienenmann geholfen hatte. Schon bald würde er an einem besseren Ort sein. Tja, das stimmt allerdings. So, den Schal nehmen wir mit. So, mit der Laterne. Sollten wir das Seidentuch nehmen? Ja, den Tipp hat mir mal wieder ein Kollege. Lilly hatte sich schon oft gewünscht, in einen Zoo zu gehen und Tiere zu füttern. Es war noch viel schöner, als sie es sich ausgemalt hatte. Sehe ich auch so. So, und damit konnten wir doch jetzt das hier öffnen, oder? Es war hoffnungslos. Ja. Hier fehlte offenbar eine Art Karte. Löchriges Seitentuch. Gelber Schal. War da oben noch irgendwas? Nee. Da können wir auch schon wieder bloß zum Wartungsraum gehen. Lasst mich mal überlegen. Da waren bereits genug Löcher drin. Ja, hätte ja klappen können, oder? Wir müssen auf jeden Fall noch den letzten Kamin hoch, das weiß ich. Siehst, das weiß ich, das ist ja eigentlich ein ganz logischer Schluss. Was hast du da? Zeig mal her. Schmeiß rein. Was ist mit dem Seidentuch jetzt so? Können wir das irgendwo verwenden? Das war bereits. Also, top. Könnten wir mit dem Seidentuch in den Überwachungsraum? Nee. Oder? Nee. Die Tür war fest verschlossen. Ja, das war sie. Hier fehlte offenbar eine Art Karte. Ja, das ist richtig. Kommen wir mal bloß an was für... Ah. Lilly wusste, dass man Stärke dazu benutzen konnte, Wäsche zu härten. Versuchen konnte man es ja mal.
Na, wer sagt's denn? Jetzt hatte Lilly ein hartes Tuch mit Löchern. Ich wusste doch, dass irgendwas war. So, zack. Nice. Hui, cool. Ah, der neue Playboy ist da. Schön. Lichtschalter, das hier. Was haben wir denn hier? Huch? Was treibst du denn hier? Bist du etwa tot? Ach, schade. Ich hätte ein wenig Unterhaltung gebrauchen können. Aber der Doktor hat mir verboten, mit anderen Menschen zu reden. Zumindest mit Lebenden. Ich muss dich leider bitten, zu gehen. Top. Wie wär's hiermit? Oh je, jetzt hatte Lilly doch tatsächlich das Laken ruiniert. Ob es mit dir... Egal. Wow. Ein Geist, wie nett. Ja. Endlich jemand zum Plaudern. Ihr müsst mir unbedingt helfen. Ich werde von Dr. Marcel vollkommen zu Unrecht in dieser Anstalt festgehalten. Können du und deine Geisterkumpel nicht irgendwas dagegen tun? Ihn verfluchen? Ihm seinen Schlaf rauben? Ihn in den siebten Kreis der Hölle ziehen und ihn dort auf alle Ewigkeit mit glühenden Nadeln foltern? Ach komm schon. Ich habe so viel für euch getan. Ich habe obskure Rituale durchgeführt, Hühner getötet, nackt getanzt. Wobei ich mir rückblickend gar nicht sicher bin, ob das wirklich ein Geist war, der mich darum gebeten hat. Ach, irgendwie fühle ich mich unwohl. Könntest du vielleicht deinen Kopf abnehmen, während wir miteinander reden? Mann. Du bist ja nicht besonders gesprächig. Willst du mir denn gar nicht helfen? Doch. Aha. Super. Dann schau dir das mal an. Der Doktor zwingt mich dazu, diese Stoffhasen zu stricken. Keine Ahnung, wozu er die braucht, aber ich bin nicht besonders gut darin. Vielleicht kannst du mir ja unter die Arme greifen. Warte. Ich schiebe dir etwas Frotte durch die Durchreiche. Sehr schön. Blauer Stoff. Den brauchen wir jetzt, um in den Pissoir einzufärben. So, endlich die Kacktüre auf. Na, servus Dieter. Falls ihr nicht wisst, wer Dieter ist, ne? Das ist der Dieter, ne? Das ist Dieter. Dieter ist das. Na, der Bullen. Seht ihr nicht die Ähnlichkeit, also ich sehe es. Blauer Stoff, bitteschön. Was hast du da? Zeig mal her. Bitte. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutzt das blaue Pissoir ruhig so oft du willst. Jetzt stellt sich nur noch die Frage. Mir fehlt noch irgendwas wie, hier fehlt doch noch was Rotes, oder? Das war bereits. Das war schon frisch gewaschen. Kann man jetzt schon irgendwas reinschmeißen? Na, du verfärbst ja noch die ganze Wäsche. Dieses Pissoir ist nur für rote Wäsche. Wenn du willst, aber nicht. Wo komm ich denn jetzt an was Rotes dran? Rot. Rot, rot und nochmals rot. Das ist komisch, wisst ihr das? Wie komme ich denn jetzt hier an was Rotes dran? Also im Überwachungsraum war nix, hier war nix. Im Inventar habe ich aber auch nix Rotes. Bloß noch mal zu den Kloppies gehen. War hier was Rotes? Naja. Gab's hier was Rotes? Ein roter Vorhang. Zack. Manchmal muss man echt nur suchen. Gut, weil... ich weiß nämlich, warum ich bei der Pizza nicht hingeblieben bin. Die haben ja alle eine Sehschwäche. So. Den Scheiß habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben. Und mal gucken, ob ich da zu vernünftigen Resultaten komme. Was also, hast du da? Zeig!
Weil ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt das Gemüse färben muss, weil ich weiß sonst nicht wie. Ich habe mir jetzt die Scheiße mal aufgeschrieben, muss ich mal gucken, ob das hinhaut. Oder mal, der hat diese Schwäche. Oder mal das, was, also gelbe, also wenn das hinhaut, braucht er gelbe Blaubeeren. Was sagte man dazu? Gelbe Blaubeeren. Ja, okay. Warte mal, der, ich weiß gerade, der hässliche, der hatte das. Aber warte mal, das verträgt sich wieder mit der komischen Tusse nicht. Er bleibt ja eigentlich nur grün übrig, oder? Grüne Tomaten. Was sagte man dazu? Grüne Tomaten. Jo, gibt's ja. Dann hier unser Prinz Schieß mich tot. Der andere mit den Bananen. Ob man seine eigene Schrift manchmal entziffern könnte, kennt ihr das? War das jetzt der? Ach, ich mach's jetzt einfach mal. Die Bananen waren... Waren die jetzt rot oder waren die jetzt blau? Oh Mann, Ene, Mene, Mu, und raus bist du. Ach, ich nehm jetzt rot. Was sagte man dazu? Rote Bananen. Und dann bleiben ja bloß noch blaue Brokkoli übrig. Was sagte man dazu? Blauer Brokkoli? Ja, top. Jetzt machen wir die scheiß Pizza hier auf. Gelbe Blaubeeren. Rote Bananen. Rote Bananen. Blauer Brokkoli. Ja, und... Nee, Quatsch. Grüne Tomaten? Grüne Tomaten. Das sieht doch gut aus, die lächeln. Kommt ihr mal nicht weiter, verwende die Ene-Mene-Mu-Taktik.